So, wenn du dein Zuhause nicht nur mit Hunden und Katzen teilst, die sehr gut erzogen sind, und eine Maus im Haus hast, dann heißt es auch, die Maus wirklich gut erziehen. Gell, Bertha? So, also das ist mein Küchenkastl. Sind sortiert oben rechts die Nudeln, dazwischen sind die Dosen, unten sind auch Nudeln, dazwischen sind wieder Dosen und hier ist das Mehl. Und da ist es jetzt wichtig, der Maus zu lernen, Mehlpackungen an beiden Enden aufzuknabbern, damit sie durchschlüpfen kann, ja? Und sowas wie einen Mehlmantel sich machen kann. Das ist im Winter ist das total wichtig. So ein richtiger Mehlmantel ist total lecker fürs Mäuschen. Den kann sie essen, hält warm, also wirklich super. Und ganz, ganz wichtig ist es, die Nudeln von ganz rechts aufzuknabbern, ja? Und dann links im Kichererbsenmehl zu bunkern, ja? Weil da komme ich nämlich nie drauf. Also ihr seht, das ist eine Bachung. Eine Packung Kichererbsenmehl und im Kichererbsenmehl sind die Nudeln jetzt drinnen, ja? Also, was soll ich euch sagen? Das hat mich wirklich jahrelanges Training und Übung gekostet.